grüße euch, Paraguay Live. Ich bin der Pitt und wie immer herzliche Grüße aus Paraguay. Das heutige Thema: Wie finde ich das richtige Grundstück? Bleibt dran! Vielen Dank nochmal für eure Fragen. Viele von euch fragen mich einfach: Pitt, wie finde ich das korrekte Grundstück in Paraguay? Gute Frage, gebe ich euch gleich drei Antworten. Paraguay Live, die Hunde sagen, ich soll weitererzählen. Also, drei Möglichkeiten. Die erste über uns, über Paraguay Live Team. Warum, sage ich euch gleich. Die zweite Möglichkeit ist einfach die Internetplattformen zu nutzen. Unter anderem Classipa. Da werde ich auch kurz was darüber erzählen. Und die dritte Möglichkeit ist einfach die hiesigen Kontakte zu nutzen. Da werde ich selbstverständlich auch über diese Möglichkeiten euch gleich ein paar Sätze dazu sagen. Also, falls Interesse besteht, bleibt dran. Also, warum die erste Option? Ganz klar. Paraguay Live über unser Team hat sehr viele Vorteile. Der erste Vorteil, wir bzw. ich persönlich habe schon über 18 Jahre Erfahrung in Paraguay. Früher habe ich in Deutschland in der Immobilienbranche gearbeitet, jahrelang, und habe natürlich auch meine Erfahrung gesammelt. Hier ist es ähnlich, dass man seit sehr vielen Jahren schon in Paraguay in der Immobilienbranche tätig ist. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, glaubt mir das. Und dazu gehört natürlich Erfahrung. Es geht doch grundsätzlich nicht viel anders als zum Beispiel in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich. Falls man Brötchen braucht, geht man zum Bäcker. Falls man die Haare etwas schneiden sollte, kürzen lassen möchte, geht man zum Friseur. Aber wenn es um Immobilien geht, da geht man entweder zu einem Immobilienmakler, zu einem Architekten oder vielleicht auch zu einem Bekannten, der uns den richtigen, den korrekten Mann empfehlen kann. Und nicht viel anders ist es auch in Paraguay. Deshalb, es lohnt sich auf jeden Fall, das Geld zu investieren und durch unser Team, Paraguay Live Team, richtige, korrekte Immobilie zu suchen und selbstverständlich zu finden. Durch uns bekommt ihr auf jeden Fall die Sicherheit, dass ihr die richtige Immobilie erhält. Was wichtig ist, ich spreche immer wieder über sogenannten Titel. Was heißt das? Eigentumsnachweis. Und ohne Eigentumsnachweis ist es einfach nicht möglich, eine korrekte Immobilie zu erwerben. Und da wir natürlich in einem Team arbeiten, gibt es immer Leute, die auf ihrem Gebiet die Spezialisten sind. Und darum geht es doch. Ja, man muss nicht alleine Einzelkämpfer sein, nein, man muss mit den Leuten zusammenarbeiten, zu denen man Vertrauen hat. Und glaubt mir, also die meisten Leute sind auch Paraguayer und sind Top-Leute, also wirklich Top-Leute. Ich habe immer Vertrauen, es hat lange gedauert, aber es funktioniert. Und dieses Wissen möchte ich euch selbstverständlich auch geben.
nicht nur für mich alleine behalten. Ja, klar, man profitiert voneinander. Ich von Ihnen und Sie von mir. So einfach ist es. Deshalb lohnt sich auf jeden Fall. Das erspart euch jede Menge Zeit. Zeit ist bekanntlicherweise auch Geld und jede Menge Ärger. Also warum nicht gleich richtig? Die Entscheidung liegt bei euch. Die zweite Möglichkeit, Grundstücke zu suchen und auch zu finden, ist die Plattform, also Internetplattform Classipar. Da werde ich euch unten, wie fast in allen meinen Videos, natürlich den Link gerne dazu geben. Da handelt es sich um eine private Internetplattform, wo auch nicht nur Grundstücke, nicht nur Immobilien, sondern auch Wagen, Autos, Gebrauchtwagen und alle anderen Sachen praktisch dargestellt werden bzw. auch zum Kauf angeboten werden. Also da könnt ihr gerne unter Casas Inmuebles nach euren Grundstücken bzw. auch Terrenos nach euren Grundstücken zu suchen und ihr werdet auch sicherlich fündig werden. Was man dazu benötigt, natürlich etwas Köpfchen, vielleicht auch Google zum Übersetzen. Aber nicht nur das. Alleine Übersetzen ist wichtig, sondern man muss auch wissen, wie die korrekten Dokumente aussehen. Aber davon habe ich schon lange genug gesprochen. Deshalb wollte ich euch nur die Möglichkeit erwähnen, wo man auch nach Grundstücken bzw. grundsätzlich Immobilien in Paraguay suchen kann. Da unten gebe ich den Link, wie gesagt. Und viel Spaß, falls ihr Fragen habt, könnt euch ruhig an mich wenden. Letztendlich die dritte Möglichkeit, die auch nicht unerwähnt bleiben sollte, sind natürlich die hiesigen Kontakte zu nutzen. Tja, wie macht man das? Klar, zuerst soll man natürlich die spanische Sprache bzw. Guarani etwas beherrschen. Das hilft ungemein. Es muss auch nicht heißen, dass wenn man die Menschen kennt oder meint es zu kennen, auch nicht höhere Preise genommen werden. Grundsätzlich ja, was auch nicht so ganz schlimm ist, wenn man etwas drüber bezahlt. Letztendlich, die Leute wollen es ja auch Geld verdienen. Was aber sehr wichtig ist, ist Folgendes. Man sollte natürlich die richtigen Grundstücke kaufen. Das heißt, die Dokumente, da wiederhole ich mich fast zum Tode. Aber so ist es. Leute, denkt bitte immer dran, die richtigen Dokumente. Also, hiesigen Kontakte zu nutzen. Ich arbeite, unser Team arbeitet genauso. Wir suchen uns unsere Leute ja aus, zu denen wir natürlich Vertrauen haben. Sei es ja die Bauern, sei es ja die Architekten, sei es die Finanzberater, sei es Rechtsanwälte, ja. Sei es vielleicht die Immobilienberater, also andere Makler. Also wir arbeiten in einer Gruppe, in einem Team zusammen. So habe ich auch in Deutschland gelernt und habe sehr gute Ergebnisse damit erzielt, weil letztendlich alleine als Einzelkämpfer kommt man da so kaum durch. Von daher, das war die dritte Möglichkeit, einfach die Kontakte zu nutzen. Das heißt, ihr kommt zum Beispiel nach Paraguay und telefoniert ein bisschen rum und fragt und guckt, was ihr da letztendlich bekommt. Aber ich muss noch eine kurze Warnung aussprechen, also bleibt dran. Da wir sehr viele Anfragen haben, müssten wir uns natürlich was Neues einfallen lassen. Also ganz ehrlich gesagt, ich möchte nicht immer mehr Leute einstellen. Es bringt wenig, es produziert nur die Kosten. Und da die Leute, also die meisten, nicht sehr zuverlässig sind, ergibt das letztendlich schlechtes Ergebnis.
am Schluss die Reise. Deshalb, was wir machen, arbeiten mit Subunternehmen und ergänzen natürlich unsere Möglichkeiten, also besser gesagt Kontaktmöglichkeiten zu uns. Deshalb, ich gebe euch hier WhatsApp, Business WhatsApp, was wir aktiviert haben und werden auch sehr gut nutzen. Und zwar in diesem Fall möchte ich euch das Angebot machen, dass ihr euch bei mir meldet, direkt bei mir, und im Prinzip je besser ihr erklärt, welche Immobilie ihr sucht, desto gezielter kann ich bzw. auch unser Team euch die korrekte und die passende Immobilie anbieten. Ist doch ja ein faires Angebot, deshalb schaut den direkten Kontakt zu uns. Unten in der Beschreibung gebe ich auf jeden Fall den direkten Link, wo ihr nach Angabe eurer Informationen, je detaillierter, desto besser, auf jeden Fall damit rechnen könnt, dass ihr bald in Paraguay ein richtiges Grundstück findet. Also, genug geredet. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas helfen. Also nutzt bitte die Möglichkeit. Eine von den drei Möglichkeiten sollt ihr wählen und die eine oder andere schließt auch die anderen Möglichkeiten selbstverständlich nicht aus. Also, wie gesagt, in der Beschreibung gebe ich euch unsere Kontaktdaten durch. Und falls ihr Fragen habt, selbstverständlich nutzt auch die Kommentare. Wie immer, es ist am besten, damit kann man selbstverständlich euch allen in Sachen Grundstückssuche in diesem Fall besser helfen. Und es ist auch besser, wenn man sich untereinander unterhält, weil letztendlich die Suchgruppe ist ziemlich groß. Von daher nutzt die Möglichkeiten, die gute Technologie, die wir immer wieder einsetzen, obwohl wir natürlich nicht die Jüngsten sind, aber gut, man muss sich etwas umstellen. Also in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, erfolgreiche Woche. Mach's gut, vergiss das Video nicht zu teilen. Sicherlich interessieren sich auch andere Kollegen, Freunde von euch, Bekannte. Das Video teilen auf Facebook, Twitter und auf anderen wie Instagram und auch auf YouTube mit anderen Leuten bitte teilen. Also, falls euch gefallen hat, Likes nach oben und wie immer, weiter am Schluss des Videos gebe ich euch die empfehlenswerten Videos aus unserem Kanal. Und bitte eure Fragen immer nicht vergessen und den WhatsApp, direkten WhatsApp-Kontakt nicht vergessen zu nutzen. Also bleibt gesund, mach's gut, bis zum nächsten Video.